Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen beim ersten Jahresrückblick für das Jahr 2020. Und wir beginnen mit Serien und Filmen. Den buchigen Rückblick wird es dann in der nächsten Woche geben. Aber ich halte ja auch Filme und Serien fest im Grunde in meinen Final Facts und was ich gesehen habe, zum Teil auch wie ich es fand. Und das möchte ich ein bisschen erzählen. Natürlich ist dieses Jahr wie in vielen anderen Kategorien alles ein bisschen anders. Ich bin sonst ja wirklich ein großer Kinofan. Ich gehe sehr, sehr regelmäßig ins Kino. Ich gehe vergleichsweise wahrscheinlich auch sehr viel ins Kino. Ich liebe es, neue Filme zu entdecken. Und das war natürlich in diesem Jahr nicht wirklich möglich, sodass ich tatsächlich nur einen Film neu im Kino gesehen habe. Und einen, im Grunde Retro-Film, wenn man so möchte, aus den 80ern im Autokino gesehen habe. Und das ist, glaube ich, mit die traurigste Bilanz, die ich in meiner Kinogeschichte irgendwie hatte. Und ja, das stimmt mich tatsächlich auch ein wenig traurig, weil ich diese Atmosphäre im Kino sehr liebe. Ich unglaublich gerne ins Kino gehe, diese Stimmung, diese große Leinwand, der tolle Sound und einfach das Erleben eines Filmes zum ersten Mal. Und ich finde, dass das einfach besonders gut funktioniert im Kino, dass da auch mein Fernsehen, ihr seht ihn im Grunde jetzt im Hintergrund, nicht natürlich da rankommt, geschweige denn, wenn man vielleicht noch was auf dem Tablet, auf dem Handy oder wo auch immer streamt. Das Gefühl des großen Kinos ist schon wirklich ganz, ganz toll. Auch das Autokino. Ich war zum ersten Mal im Autokino in diesem Jahr. Man hat hier bei uns im Grunde ein Autokino aus dem Nichts erschaffen, wenn man so möchte. Und das war auch ein ganz wunderbares Erlebnis im Sommer. Hängt natürlich auch ein bisschen mit dem Film zusammen. Und dass man einfach so ein bisschen in Erinnerung geschwolgen ist. Aber es ist bilanztechnisch tatsächlich sehr, sehr traurig, dass ich nur einmal im regulären Kino war. Und ja, ich glaube, das ist schon 30 Jahre nicht mehr der Fall gewesen, dass ich nur einmal im Jahr ins Kino bin. Aber das Jahr ist anders, dementsprechend machen wir es uns hier heute ein bisschen gemütlich. Ich hoffe, dass das mit der Lichtquelle soweit ausreichend ist. Ich wollte es ein bisschen gemütlich machen, ein bisschen urig machen. Ich werde euch vereinzelt auch die Filme einblenden. Ich habe einige Filme in diesem Jahr nochmals gesehen, also nicht zum ersten Mal für mich entdeckt. Das werde ich dazu dann auch ein bisschen immer erzählen. Und wir starten ein bisschen chronologisch. Es sind einige Filme, ich habe sie jetzt nicht gezählt. Ich schreibe auch oft Filme oder Filme meistens nicht auf, die ich schon zum 20. Mal ansehe, weil es ist natürlich schon schön, einfach zu wissen, welchen Film habe ich wann zum ersten Mal gesehen oder auch welche Serie, welche Staffeln kamen vielleicht in diesem Jahr raus, wenn es dann eine Serie ist, die fortlaufend noch etwas Neues produziert. Aber dass ich in diesem Jahr wohl zweimal komplett die Golden Girls durchgesuchtet habe, das schreibe ich mir nicht auf, weil die Serie geht gefühlt einfach immer. Und wir beginnen mit dem Januar und da hatte ich zu Weihnachten oder zum Geburtstag, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, habe ich John Wick geschenkt bekommen und war direkt fasziniert von diesem Film. Ich bin ein großer Keanu Reeves Fan, auch wenn eher von seinen früheren Filmen als von den neueren, und kannte tatsächlich John Wick nicht und muss tatsächlich verstehen, dass ich ihn sehr gut verstehe, warum er hier auf Rache aus ist und dass ich das einen grandiosen Actionfilm fand, der von der Brutalität schon ganz schön heftig ist. Also ich da manchmal schon dachte, die Schmerzgrenze ist da gefühlt schon ein wenig erreicht. Aber ich den gut gemacht fand, spannend fand und Keanu Reeves auch wirklich top besetzt fand. Und mir das trotz der Brutalität tatsächlich sehr viel Spaß gemacht hat. Dann hatte ich ja im letzten Jahr mit The Good Witch begonnen und habe dann auf Netflix auch die vierte Staffel in diesem Jahr angesehen. Ich glaube, dass auch mittlerweile die fünfte da ist. Aber für mich hat sich sehr viel pro Staffel wiederholt. Wir waren hier ja in so einem kleinen Städtchen
Und wir haben im Grunde so eine Art neue Hexe, die so ein bisschen mit Kräutern und Gedanken und Ähnlichem schöne Dinge bewirken kann. Und gefühlt ging die Geschichte, hat sich sehr oft wiederholt, beziehungsweise kam sie für mich auch irgendwie nicht weiter. Also allein diese Liebesgeschichte, die sich da aufbaut, dass irgendwie über 4 Staffeln da umeinander herumgetanzt wird, wo im Grunde Abfolge 2 klar war, dass die irgendwie ein Paar werden. Ich habe tatsächlich Staffel 5 nicht, glaube ich, jetzt weiter mehr angeschaut. Aber im Januar noch Staffel 4. Dann kam Ende letzten Jahres Virgin River Staffel 1 heraus und ich glaube dann auch November, Dezember diesen Jahres Staffel 2. Ich fand Staffel 1 ganz okay. Ich fand diese Idee schön, wieder in so einem kleinen Städtchen zu sein, eben in Virgin River. Wir lernen die Bewohner kennen. Wir haben eine Ärztin, die im Grunde aus einer Großstadt kommt, weil ja einige Schicksalsschläge da das Leben nicht leicht gemacht haben, die sich dort zurückziehen möchte, die dann sich so ein bisschen einfindet, natürlich auch verliebt. Und ich fand Staffel 1 sehr wohlfühlig, sehr warm, sehr herzig und mir hat das relativ gut gefallen. Auch die erste Staffel hatte für mich schon so das ein oder andere charakteristische Problem. Bei Staffel 2 bin ich dann irgendwann, ich glaube, bei Folge 4 oder 5 ausgestiegen, weil mir diese Dreiecksgeschichte überhaupt nicht gefallen hat. Zudem hatte ich das Gefühl, dass ich gar keinen Bezug mehr zu den Charakteren bekomme, weil die einfach viel zu weit entfernt für mich erzählt wurden, sodass ich auch nicht mitfiebern konnte, mitfühlen konnte. Und habe dann die Serie nicht mehr weitergeschaut. Die, 5. Staffel von Grace und Frankie ist im Januar gestartet, habe ich auch direkt angesehen und fand ich richtig, richtig toll. Ich mag diesen Humor der Serie einfach super gerne. Ich finde Jane Fonda einfach großartig, alle Nebencharaktere toll. Wir haben hier ja im Grunde 2 Ehepaare, die mehr oder weniger befreundet sind, ich glaube auch in den 80ern sind oder Mitte, Ende der 70er. Und die Männer haben sich eben in Staffel 1 geoutet, dass sie ein Paar sind, haben die Scheidungen ihrer Frauen eingereicht und die Frauen sind dann im Grunde ins luxuriöse, ja, man muss es eigentlich sagen, Ferienhaus gezogen. Und natürlich sind die Frauen sehr, sehr unterschiedlich, merken aber, dass sie sich doch irgendwie ergänzen, bringen sich gegenseitig auf tolle Ideen. Es ist eine sehr humorvolle Serie. Ich glaube, es wird jetzt noch eine Staffel geben. Die Staffel jetzt, ich weiß nicht mehr, ob es jetzt die 5. oder 6. war, leider habe ich mir das nicht dazu aufgeschrieben, sondern nur die neue Staffel, hat auch mit einem relativ gemeinen Cliffhanger geendet. Ich freue mich da aber sehr drauf. Es wird ja dann vielleicht tatsächlich Anfang Mitte nächsten Jahres weitergehen, weil ich diesen trockenen, besonderen Humor wirklich sehr, sehr gerne habe. Und auch so die Schwierigkeiten, in die sich die gegenseitig bringen und was auch so das Alter irgendwie mit sich bringt. Und ja, macht super viel Spaß, kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen. Dann habe ich Equilibrium auf Netflix angeschaut. Ein Film, ich glaube, mit Christian Bale, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, den ich tatsächlich irgendwie verpasst habe. Ich kenne so gut wie jeden Christian Bale Film und bin über den zufällig auf Netflix gestolpert. Und wir haben hier ja auch eine dystopische Science-Fiction-Welt, wo Gefühle im Grunde verboten sind, wo man Gefühle unterdrückt, weil eben Gefühle ja etwas mit den Menschen machen und eben auch Emotionen. Und ich fand das einen super spannenden Film. Ich fand den dystopischen Anteil sehr gelungen. Ich bin ein Fan von Science Fiction, man wird es dieses Jahr noch öfter feststellen. Und der Film ist, glaube ich, aber auch schon 15, 16 Jahre alt. Oder lasst ihn nur 10 Jahre alt sein. Aber ich fand, der hat nicht an Wirkung verloren, dieses ganze Setting. Christian Bale war toll, die Nebencharaktere haben mir gut gefallen. Also sehr spannend, habe ich sehr gut in Erinnerung. Dann habe ich im März, tatsächlich gar nichts, im Februar, habe ich im März Sherlock weggesuchtet, Staffel 1 bis 4. Habe ich jetzt, glaube ich, zum 4. oder 5. Mal geschaut. Gefühlt einmal im Jahr muss Sherlock angesehen werden. Meist, wenn meine Gedanken zu viel kreisen und ich die nicht ruhig bekomme, dann schaue ich Sherlock, weil ich da irgendwie meine Gedanken zur Ruhe bringe, beziehungsweise sehr gut auf diese Serie lenken kann. Und das klingt wahrscheinlich total merkwürdig, aber da hilft mir Sherlock und das war im März wohl definitiv auch notwendig. Dann haben wir zusammen, meine Familie und ich, die Bourne-Trilogie angesehen. Die haben wir hier auf, ich glaube, DVD. Ich weiß nicht, ob die schon auf Blu-ray ist, nein, ich glaube nicht. Bin ein großer Matt Damon-Fan und ich mag
ja dieses Born-Universum super gern. Ich habe auch damals, glaube ich, Band 1 und 2, ich glaube auch den zweiten Band der Buchreihe gelesen von Robert Ludlum. Und ich mag es, wie Matt Damon in die Rolle von Jason Bourne schlüpft. Von dem, ja, im Grunde, ja, Geheimagenten, der nicht existiert, unter verschiedenen Rollen existiert, der dann unter Gedächtnisverlust leidet und merkt, dass er nicht mehr diese Kampfmaschine sein möchte. Und ja, der erste Film ist definitiv der stärkste. Ich finde auch noch den zweiten Teil richtig, richtig gut. Beim dritten Teil merkt man schon, es wiederholt sich so ein bisschen. Ich glaube, der vierte Teil ist ja dann ohne Matt Damon. Und dann gibt es auch noch einen fünften. Den habe ich, glaube ich, damals auch nur im Kino gesehen und fand ihn leider nicht ganz so gut. Aber die Trilogie kann ich persönlich sehr, sehr empfehlen. Im April habe ich dann Amazon Prime einen Monat gehabt und da habe ich dann Carnival Row mir angesehen. Der ist ja mit Orlando Bloom. Hier sind wir ja eigentlich in einem mittelalterlichen Fantasy-Setting, wo es eben auch Elfen gibt und wir eigentlich... Das Problem, oder die, eigentlich ist das Problem, dass wir eben unterschiedliche Rassen haben und ja, wie im Grunde man in diesem Setting versuchen möchte, das so ein bisschen zusammenzubringen. Es gibt eine Liebesgeschichte, die eben so ein bisschen sich mischt innerhalb der Rasse. Das klingt immer so hart, aber es ist ja tatsächlich nichts anderes. Und an und für sich ist das ein Problem unserer heutigen Zeit, was auch Einwanderung angeht, was Migration angeht, was Flüchtlinge angeht und das eben in einem Fantasy ja, Setting, das sich mittelalterlich tatsächlich anfühlt. Und ich mochte es ganz gern. Ich fand es am Anfang die ersten Folgen recht gut gemacht, also optisch sehr schön, sehr düster, aber irgendwo dachte ich dann am Ende auch, ja, jetzt... Ja, also es war okay. Also es war jetzt nichts Herausragendes, was mich irgendwie länger gefesselt hat. Und dann haben wir begonnen, den Hobbit anzusehen. Wir haben alle drei Hobbits angeschaut und dann im Mai auch weitergemacht mit dem Herrn der Ringe. Ich bin ja kein so ganz so großer Fan der Hobbit-Reihe. Ich finde den ersten Hobbit noch ganz gut, finde den auch gut umgesetzt, fand es toll, wie Peter Jackson so diese Vorgeschichte vom Herrn der Ringe erzählt. Für mich hat er sich aber dann sehr, sehr im zweiten Film und gar im dritten verloren. Also er hat aus kleinen Szenen des Hobbits hat er unfassbar viel Screentime gemacht. Er hat Charaktere erfunden, die überhaupt nicht ins Mittelalter-Universum passen. Er hat zum Beispiel auch Legolas zurückgebracht, der überhaupt keine Rolle im Hobbit spielt und auch gar, also ja, er hat dann eine Liebesgeschichte erfunden, die es überhaupt nicht gebraucht hat, weil die Dinge, die dann im Herrn der Ringe einfach von Wert sind, schmälern. Und ich habe mich im Band, im Film 2 rege ich mich regelmäßig über Dinge auf und Film 3 ist für mich wirklich eine Katastrophe, vor allem, weil ich da eigentlich erwartet habe, dass ein Band gezogen wird zwischen dem Hobbit, zwischen dem Zurückkommen von Bilbo Beutlin und dann eben den Herrn der Ringe. Und das ist aber nicht passiert. Und ja, also Film 1 noch sehenswert, dann wird es für mich, also dann wird es für mich immer schrecklicher. Und ich habe jetzt ja auch in der Woche den Hobbit gehört, also gereadet, das seht ihr in der nächsten Bücherwoche. Das hat überhaupt nichts mehr miteinander zu tun. Also so schön der erste Film noch ist und mit den Zwergen und ja, diese Wanderung durchs Auenland und durch Mittelerde zum einsamen Berg und wir treffen auf Smaug und die Stadt Tal und ach, so schrecklicher ist, geht die Geschichte wirklich weiter. Ich will mich eigentlich gar nicht aufregen, aber ja. Allerdings, der Herr der Ringe ist dann natürlich großes, großes Kino. Das ist wirklich eine Verfilmung, die ich wirklich Hammer finde, die ich sehr gelungen finde. Ja, es gibt auch dort zwei, drei Kritikpunkte, Dinge, die mir fehlen, Dinge, die mir zu aufgebauscht sind. Alleine, wenn man an Arwen und ihre Rolle denkt, die eigentlich gar keine Rolle hat, so richtig in den Büchern, aber... Natürlich brauchte es auch irgendwie eine Liebesgeschichte, für mich persönlich nicht, aber es ist toll. Der Soundtrack ist grandios und Auenland ist für mich immer ein Nachhausekommen. Ja, und die haben wir dann auch beide jeweils in den Extended Editions uns angeschaut, die wir auf Blu-ray haben.
Dann habe ich im Mai angeschaut die Serie Hollywood auf Netflix. Da hat die erste Staffel begonnen. Ich weiß gar nicht mehr, spielt das in den 50ern und 60ern von Hollywood. Auf jeden Fall spielt auch, hat auch Rock Hudson im Grunde eine Rolle, wenn man so möchte. Ja, es geht da so ein bisschen um den Start in dieser Filmwelt, in dieser Glamour-Welt, wie schwierig ja, es im Grunde dort eigentlich früher mal war, zu einem Casting zu kommen, zu einem Film zu kommen. Dieser ganze Aufbau, Intrigen, Skandale. Und wenn man eben auch einfach anders ist als so das klassische Filmgesicht in dieser Zeit, fand ich ganz gut gemacht, fand ich ganz spannend. Ja, hat mich so ein bisschen in dieses alte Hollywood eben zurückgebracht. Und dann habe ich im Mai auch mit Gotham begonnen. Ich weiß gar nicht, wie weit ich Gotham geschaut habe. Ich glaube tatsächlich nur Staffel 1 und 2. Und das hat sich dann eben auch noch in den Juni hineingeschoben. Ich fand die Idee der Vorgeschichte von, ja, im Grunde ist es nicht die Vorgeschichte von Bruce Wayne, von Batman, sondern wir treffen ja auf Police Commissioner Gordon, als er noch jung ist, als auch Bruce Wayne halt gerade seine Eltern verloren hat. Wir erleben so ein bisschen die Bösewichte, die jetzt schon im Grunde immer mal wieder auftauchen und eigentlich, ja, erleben wir wohl, wie eben Bruce Wayne dann eben auch groß wird und eben dann irgendwann wahrscheinlich auch zu Batman wird. Soweit ist es bei mir nicht gekommen. Mir war es an vielen Stellen zu brutal und vielleicht auch zu düster. Und ja, jetzt kann man natürlich sagen, ist Batman natürlich schon düster. Aber also zum einen hat sich gefühlt, haben sich Erzählstränge sehr lange hingezogen. Zum anderen bin ich nicht immer damit so konform gegangen, wie Commissioner Gordon, der ja noch kein Commissioner war, dargestellt wurde. Und damit habe ich mir so ein bisschen schwer getan. Und es gab so für mich auch eine Schlüsselszene, die mich wirklich tagelang danach noch in meine Albträume verfolgt hat. Und ich dachte, nee, jetzt machst du eine Pause. Und ich habe tatsächlich die Pause dann nicht mehr aufgehört und sie hält bis heute an. Also ich war vielleicht irgendwann so Mitte zweiter Staffel und dann, ja, habe ich so ein bisschen das Interesse leider verloren. Im Juni kam dann auch die vierte und finale Staffel von Tote Mädchen lügen nicht auf Netflix. Eine Staffel, die eine Serie, die ja sehr für Kontroverse gesorgt hat, weil sie ja eben so diesen Mobbing-Alltag darstellen und wie eben so ein Mobbing-Opfer am Ende vielleicht auch zum Selbstmord findet. Das war ja zumindest der Ausgangspunkt der ersten Staffel. Es lässt sich durchaus darüber streiten, ob es eine zweite Staffel gebraucht hat. Die fand ich noch ganz okay. Bei der dritten Staffel dachte ich schon, ja, jetzt haben wir aber irgendwann das Thema auch gegessen. Und Staffel 4 war gut gemacht. Also ich finde, es sind wichtige Themen, aber es steigert sich natürlich an der Brutalität. Es steigert sich unglaublich nach oben, was auch Ungerechtigkeit angeht, was ja dieses Menschenverachtende auch irgendwie angeht. Die Staffel 4 legt dann eben auch ihren Fokus auf Rassismus an der Schule, Polizeigewalt. Und ja, ich bin froh, dass ich nicht mehr zur Schule gehe, dass ich in den USA nicht in die Schule gegangen bin, dass es bei mir keine Waffen an der Schule gab, zumindest nicht, dass ich davon wusste. Also es ist, glaube ich, schon das Schlimmste, was es irgendwie geben kann, zusammengefasst in dieser Serie. Sie ist gut gemacht, ich glaube auch, sie ist wichtig, um ja, Jugendlichen vielleicht auch zu zeigen, sie sind nicht allein, aber ja, ich bin jetzt auch froh, dass es beendet ist. Während ich die erste Staffel wirklich uneingeschränkt empfehlen kann, weil ich sie wirklich wichtig finde, gut gemacht finde, ich kann auch das Buch von Jay Asher sehr empfehlen. Ach, meine Güte. Aber ja, es hätte wahrscheinlich Staffel 3 und 4 nicht mehr so gebraucht. Und auch an dieser Intensität wahrscheinlich einfach nicht. Aber ja, auch im Juni kam dann die dritte Staffel von The Sinner auf Netflix. Die erste Staffel war ja nach einem Thriller von Petra Hammersfahr, wenn ich mich nicht täusche, hat mir sehr gut gefallen. Staffel 2 war dann auch tatsächlich ganz okay. Staffel 3 hat mir tatsächlich wieder sehr, sehr gut gefallen. Es spielt auch Matt Boomer mit, den ich seit irgendeiner anderen Serie und seit In Time, auch einem grandiosen Film mit Justin Timberlake zum Beispiel, wirklich Hammer finde. Ich fand das gut. Das ist so eine Episodengeschichte. Es ist im Grunde schon irgendwie Thriller und ein bisschen Krimi. Und wir folgen hier einem Polizisten, der einen Fall lösen möchte. Und
der natürlich auch so seine privaten Probleme hat. Und ja, fand ich gut, habe ich gerne geschaut, habe ich auch, glaube ich, so in 3 Nächten gefühlt weggesuchtet, hatte schon den Spannungsbogen. Ja, baut so ein bisschen natürlich durch den Hauptcharakter alle 3 Staffeln aufeinander auf, aber ich finde, gefühlt kann man die eben auch einfach getrennt voneinander anschauen. In Juli habe ich dann angefangen mit der Serie Snowpiercer, auch auf Netflix. Da gibt es ja auch einen Film und im Grunde haben wir hier auch eine Dystopie innerhalb eines Zuges, denn draußen die Welt ist erfroren. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das war die Reaktion auf den Klimawandel. Hat man da nicht irgendwas ins All geschossen? Die Sonne verschwand und es wurde kalt. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich fand den Film damals nicht gut. Ich glaube auch gar nicht, dass ich den zu Ende geschaut habe. Die Serie mochte ich aber ganz gerne. Hat sich für mich nur an mancher Stelle doch recht langweilig angefühlt. Hat sich viel wiederholt. Irgendwann hat man auch begriffen, wie das System funktioniert. Wendungen, die man nicht erwartet hatte, kamen für mich viel zu früh, also wurden viel zu früh aufgelöst. Da hätte ich an mancher Stelle gerne mit weitergeraten. Und es ist halt schon so, dass es durchaus Themen behandelt mit einer Ober-, Mittel-, Unterschicht und das halt auf einen Zug begrenzt, der eben immer in Bewegung sein muss. Und es war jetzt nicht wirklich so innovativ, es war ganz okay, habe ich gerne geschaut, hat im Juli auch ganz gut zur Abkühlung gepasst. Dann habe ich die erste Staffel von Sweet Magnolias angeschaut und das war für mich unter diesen wohlfühligen Serien definitiv ein Highlight. Auch im Vergleich zum Beispiel mit Virgin River hat mir das hier doch um Längen besser gefallen. Haben eben hier auch ein Städtchen. Wir haben, ich glaube, 3 Freundinnen, die auch schon zum Teil eben Kinder haben, den Kinderwunsch haben, große Tochter haben, dann auch irgendwie in Trennung lebend sind und die Leben aber irgendwie weitergehen. Und ja, ich finde das ganz schön. Man lernt das Städtchen kennen, die Menschen, die Charaktere drumherum, die Nebencharaktere sind toll ausgearbeitet, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Was mich ein wenig gestört hat, und das sage ich jetzt eben dadurch, dass ich nicht religiös bin, hat doch so ein bisschen dieser christliche Einfluss, war mir an mancher Stelle, kann man sagen, zu amerikanisch. Also ja, das fand ich manchmal ein bisschen schwierig, aber ja, ich freue mich auf Staffel 2, auch weil mir die Liebesgeschichte, die da drin jetzt angefangen hat, erzählt wurde, sehr gut gefallen hat und weil ich eben auch so das mit den Jugendlichen und diesem Städtchen-Feeling schön fand. Es war damals relativ schnell klar, es wird eine Staffel 2 geben, ich habe aber leider noch keinen Termin irgendwie wo gesehen. Im August habe ich mich vorbereitet auf Tenet von Christopher Nolan und habe, ich glaube, direkt 3 Christopher Nolan geschaut, richtig? Ja, ich war im absoluten Fieber im August und zwar habe ich begonnen mit Interstellar, wohl einer mit der Top 5 Filme, wenn man Herr der Ringe als einen Film sieht, definitiv Top 5. Interstellar mit Matthew McConaughey ist ein grandioser Film. Es ist Science Fiction, es ist einfach Wahnsinn, wie diese Geschichte erzählt wird. Es ist nicht zu verwirrend für einen Christopher Nolan, wo man ja oftmals 2-3 Mal sehen muss, um es zu verstehen, wo wir hier eben auch schwarze Löcher haben, verschiedene Planeten, wie auch die 4. Dimension funktioniert großartig. Ich liebe diesen Film. Ich habe den, keine Ahnung, schon einige Male gesehen. Ich finde ihn immer wieder toll. Ich finde es auch die schauspielerische Leistung, nicht nur von Matthew McConaughey, auch von Anne Hathaway oder ja, einfach großartig. Kann den wirklich uneingeschränkt empfehlen. Memento ist ein älterer Christopher Nolan. Ich weiß gar nicht, ob es der 2. oder 3. von ihm ist. Der ganz anders ist, der 2 Geschichtsstränge erzählt, die man als einen begreifen muss und das ist einfach großartig gemacht. Also Memento ist definitiv auch so ein Mindfuck-Film, wo einem am Ende irgendwie aufgeht, wie grandios das eigentlich zusammengeführt ist und der braucht definitiv auch 2-3 Mal, bis man ihn verstanden hat. Ich mag auch den Schauspieler, auf dessen Namen ich jetzt nicht komme, super gerne, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dann durfte natürlich wahrscheinlich der zweitliebste Film von Christopher Nolan nicht fehlen, Inception mit Leo DiCaprio und einigen anderen Schauspielern. Man merkt, dass Christopher Nolan sehr häufig doch mit den gleichen Schauspielern spielt, gerade was die größeren Nebenrollen betrifft. Und in Inception geht es ja um Träume in Träumen
Und dass man eben Ideen in die Träume von Menschen einpflanzt, damit sie den Eindruck bekommen, dass es eben ihre eigene ist. Und ja, unser Protagonist sich eben auch mal die Frage stellen muss, was ist Realität, was ist Traum und wie weit kann man gehen. Er ist der Hammer. Also ich liebe diesen Film und der ist wirklich so mit Interstellar, also ist das einer der Top-Filme überhaupt. Und ich finde das Hammer, ich finde das mega. Ja, also Inception, wirklich der Hammer. Und da ich dann ja Lust auf Leo DiCaprio hatte, habe ich mir Shutter Island angeschaut. Auch ein Film, den ich absolut liebe, den ich sehr gerne sehe, der auch durchaus zweimal braucht, bis man alles versteht und ich selbst beim vierten, fünften Mal immer mal wieder noch was entdecke. Und wir hier ja im Grunde einen Polizisten haben, der auf eine Gefängnisinsel kommt und da ist jemand geflüchtet. Und ja, die soll er im Grunde jetzt suchen. Gleichzeitig gibt es natürlich Geheimnisvolles in diesem Gefängnis auf dieser Insel. Und auch er spielt irgendwie eine Rolle darin. Und das ist Hammer. Also ich liebe das. Und ich finde auch, DiCaprio wird mit den Jahren immer besser. Und ich bin schon seit, keine Ahnung, This Boy's Life oder... ja, im Grunde, wie hieß die Serie, wo mitgespielt hat? Lautes Heim, unser Lautes Heim. Ein großer Fan von ihm und auch wenn er da natürlich ganz andere Rollen gespielt hat. Allein wenn man an Romeo und Julia und Titanic denkt, wenn man ihn dann wirklich in Shutter Island sieht, in Inception, in Blood Diamond, in Departed, Revenant, ja, einfach ein großartiger Schauspieler. Dann lief im September auf Netflix die erste Staffel von Away, auch wieder Science Fiction. Hier schließt sich der Kreis, wir gehen wieder ins All. Und hier haben wir im Grunde eine Astronautin, die Familie hat, die Chance aber hat, jetzt auf den Mars zu fliegen und auch dieses Angebot annimmt. Gleichzeitig aber Dinge natürlich in ihrer Familie passieren, als sie schon auf dem Flug ist. Und optisch hat mir diese Serie jetzt sehr, sehr gut gefallen. Also es hat optisch sehr realistisch ausgesehen. Es hat mir gut gefallen. Mir haben die Erzählstränge gut gefallen. Mein Problem mit der Serie war so ein bisschen, dass ich hoffe, dass man keine so psychisch labilen Menschen ins All lässt. Dass die Menschen hoffentlich alle ein bisschen besser ausgewählt werden, die da irgendwie dafür verantwortlich sind, die Menschheit ins All zu bringen. Das hat mich tatsächlich an mancher Stelle schon ein bisschen mehr gestört. Weil da wirklich Dramen im All passiert sind, wo ich mir denke, nee, also so jemand wählt doch hoffentlich niemand die NASA nicht aus, um die ins All zu schießen. Also ja, es wird, das habe ich jetzt mitbekommen, keine zweite Staffel bekommen. Ich finde aber, man kann sich Staffel 1 durchaus ansehen, wenn man dieses Bildhafte vom All gerne ansehen möchte. Es hat irgendwie schon ein Ende, das natürlich durchaus hätte noch weiter erzählt werden können, aber ich kann mit dem Ende so jetzt leben, wie es ist und bin tatsächlich der Meinung, es funktioniert mit der ersten Staffel. Ja, es ist dann eben nur zu Ende, wenn man es so möchte. Dann kam natürlich endlich Tenet in die Kinos. Ja, der einzige Kinofilm neu, den ich in diesem Jahr angesehen habe. Und er war grandios. Ist jetzt auch als Blu-ray bei mir eingezogen, wird jetzt auch auf jeden Fall ja, zwischen den Jahren oder Anfang des Jahres nochmal angesehen. Es ist, ich möchte gar nicht so viel verraten, ich glaube, ich habe den Film auch noch nicht hundertprozentig verstanden. Es ist großartig, wie da mit Zeit gespielt wird. Und nein, es sind nicht Zeitreisen, die das irgendwie hier haben. Ich fand die Schauspieler grandios. Es spielt ein Gilderoy Lockhart mit aus dem Harry Potter Universum. Auf den bin ich noch nicht mal gekommen, dass ich den kenne. Wir haben einen Robert Pattinson, der mich positiv, mehr als positiv, überrascht hat. Wir haben den Sohn von Denzel Washington, und es tut mir sehr leid, dass ich seinen Namen nicht weiß, der den Protagonisten großartig verkörpert, der ein Wahnsinns-Minenspiel hat. Fand ich wirklich Hammer. Und ich fand diese Geschichte einfach spannend und welche Wege Christopher Nolan hier geht. Und ich weiß nicht, manche sagen natürlich, es ist kein Meisterwerk, weil es dafür einfach zu wenig Erklärungen gibt. Vielleicht ist es für mich deswegen trotzdem ein Meisterwerk. Ich fand ihn toll. Also mir hat der Film gut gefallen. Ich bin mega gespannt auf das zweite Mal schauen und dritte Mal schauen, was man da entdeckt, was man mit dem Wissen vom ersten Mal weiß, sieht. Und das ist ja bei Christopher Nolan sehr häufig der Fall. Also mir hat es sehr gut gefallen und ich habe auch das Kinoerlebnis sehr, sehr genossen. Wir waren leider nicht sehr viele im Kino, vielleicht 20 Leute in einem großen Saal. Also
Hygienemaßnahmen, alles gut. Aber war schon mega, den auf Leinwand zu sehen. Und ich freue mich jetzt sehr, ihn dann auf Blu-ray zu schauen. Ja, mit Christopher Nolan ging es dann weiter. Und zwar habe ich die Dark Knight Trilogie angeschaut. Die habe ich sowohl auf Blu-ray als auch auf Netflix. Also kann man sich da auch ansehen. Ja, eine Trilogie. Der perfekteste Batman für mich ist, zumindest bis jetzt, Christian Bale. Ich bin einfach Fan dieser Trilogie. Auch wenn ich den dritten Teil ein bisschen grenzwertig finde, weil ich da die Storyline doch so ein bisschen denke. Aber ich bin tatsächlich ein großer Fan des Endes sozusagen, wenn Christian Bale als Batman den letzten Cut hat und es so einen gewissen Blickwechsel gibt. Da schmelze ich gefühlt dahin. Natürlich auch unvergessen Heath Ledger im zweiten Teil als Joker. Großartig. Also wenn man das nach 10 Jahren sich anschaut, oder es sind ja glaube ich schon mittlerweile 12, dass Heath Ledger tot sind. Na, 2008 glaube ich, lief der dann auch in die Kino. Oh Gott, ist das schon lange her. Es ist schon irre, wie verrückt er das dargestellt hat und wie meisterhaft und was wir an diesem Schauspieler eigentlich verloren haben und wie tragisch es eigentlich ist, dass so ein Genie ja, so voller Trauer war, dass es, ja, es, ja, aber eine grandiose Trilogie mit ein paar Punkten Abzug im dritten Teil, den finde ich tatsächlich nicht ganz so gelungen. Dann lief Enola Holmes auf Netflix oder läuft Enola Holmes auf Netflix. Hier haben wir die kleine Schwester von Sherlock und Mycroft Holmes, hochkarätig besetzt mit Sam Claflin als Mycroft Holmes, Helen Bonham Carter als Mutter der Holmes, mit Henry Cavill als Sherlock Holmes, mit, ich habe ihren Namen vergessen, unserer Elfie aus Stranger Things als Enola Holmes. Großartig. Also die erste Stunde von diesem Film war wirklich großartig gemacht. Tolles Zusammenspiel, dass die Mutter verschwindet, Enola soll auf ein Mädcheninternat gehen, die Jungs, die Männer, ja, ihre Brüder wollen sich nicht kümmern und ja, hat mir gut gefallen. Es hat gegen Ende so ein bisschen geschwächelt, was vielleicht auch der Grund ist, warum dann doch so hochkarätig, wie der Film angefangen hat oder auch besetzt ist, nicht in die Kinos gekommen ist, sondern direkt auf Netflix oder von Netflix dann übernommen wurde. Es soll wohl tatsächlich weitere Filme geben und es macht durchaus Sinn, also das Ende ist abgeschlossen, diese Geschichte ist erzählt, aber mit dem Charakter um Enola Holmes könnte man natürlich einiges weiter erzählen. Diese Enola Holmes hat aber nichts mit einer anderen Schwester, die wir von Sherlock kennen, zu tun, ohne jetzt irgendwas zu spoilern. War unterhaltsam, kann man sich ansehen, besonders auch wie die Dimension aufgebrochen würde, Zuschauerleinwand, wenn man so möchte. Das hat mir tatsächlich ganz gut gefallen. Im Oktober gab es dann Emily in Paris. Paris, da habe ich Staffel 1 auf Netflix angesehen. Strotzt vor Klischees über Amerikaner und Franzosen. Das muss man an mancher Stelle so ein bisschen hinnehmen und darüber hinwegsehen. Ansonsten fand ich es tatsächlich ganz lustig, ganz leicht. Wie eben, ich weiß gar nicht, wo Emily herkam, war das New York, Washington, dass sie in Paris landet, dort im Grunde auch bei einer Modefirma arbeitet, wenn ich mich nicht irre, und natürlich dann auch irgendwie eine Liebesgeschichte gibt und ja, es gibt so ein paar Schwächen, Lily Collins ist definitiv keine, ich mag sie als Schauspielerin sehr, sehr gerne, aber mit den Klischees, sowohl wenn sich die Amerikaner klischeehaft beschreiben, als dann eben auch die Franzosen, das fand ich an mancher Stelle schon. Ja, da muss man schon ein Auge zudrücken. Es wird wohl eine zweite Staffel geben, die werde ich auch schauen. Es war jetzt nichts, was man gesehen haben muss, aber es hat tatsächlich ganz viel Spaß gemacht. Dann war ich im Oktober auch eine Woche krank und habe da die Twilight Saga gerewatcht. Und ja, also Twilight ist für mich einfach sehr, sehr grenzwertig dafür, dass es ein Jugendbuch ist. Wie diese Liebe gezeigt wird, ist es wirklich Liebe? Ich glaube, bei vollem Verstand ist das irgendwie keine Filmreihe für mich, aber es war irgendwie okay. Man ist so nostalgisch, ich habe auch ein bisschen vergessen, was für einen geilen Soundtrack diese Filme haben und wie viele Bands ich durch diese Filme damals im Grunde entdeckt habe. Ich möchte
ja, man muss sagen, optisch wird es so ab Film 3 ganz gut. Also 3, 4, 5 ist optisch auf jeden Fall gelungen. Der erste Film ist schon ziemlich trashig. Also ja, ja, es ist, man redet sich da so gefühlt um Kopf und Kragen. Es ist halt für mich tatsächlich schrecklich, so ein Bild darzustellen, diese toxische Beziehung. Ja, aber gut. Machen wir weiter mit. Es geht wieder Science-Fiction-lastig weiter. Und zwar Gravity habe ich auch im Oktober angeschaut. Ist ja auch, es ist eigentlich gar keine Science-Fiction, weil theoretisch das genauso im All funktionieren kann. Es ist eher ein Weltall-Drama mit Sandra Bullock und auch George Clooney. Wobei die größte Zeit tatsächlich Sandra Bullock allein im All ist und eben einen Weg zurück auf die Erde finden muss. Und besonders beeindruckt hat mich damals im Kino und auch jetzt beim nochmal anschauen die Ruhe im All, die eben genauso sein soll. Und mein Wunsch, irgendwann mal auf dem Mond in einem Café zu sitzen und dort ja eine Latte Macchiato zu trinken, wird dadurch immer wieder neu geweckt. Ich weiß, wie unrealistisch das für einen Wunsch sein wird, aber ich mag den Film sehr gerne. Ich mag diese Ruhe, ich mag die Gedanken, die Protagonistin hat, ich mag es, wie es uns gezeigt wird und ich mag tatsächlich diese Stille. Und ich weiß noch, wie faszinierend ich das damals im Kino fand. Und das ist eben der Grund, warum Kino eben durchaus auch ganz großartig ist. Auch wurden dann noch von mir zwei, ja, Liebesfilme irgendwie auf Netflix angeschaut, und zwar Love, Wedding, Repeat mit Sam Claflin, und er war auch der Grund, weswegen ich den Film angeschaut habe. Hier wird einem so ein bisschen vorgegaukelt, es ginge so ein bisschen um, jemand erlebt eine Hochzeit immer wieder, bis es irgendwie so passt, wie es sein soll. Allerdings war es vorher sehr viel Blabla, und das Eigentliche, weswegen ich mich so auf den Film gefreut habe, war sehr kurz, war nur sehr wenig Varianten. Sam Claflin war ganz okay, es war ein okayer Film. So auch Liebe garantiert. Hier geht es um einen Mann, der einer Dating-App-Seite 100 Dates, glaube ich, hat und die jetzt verklagt, weil er eben sagt, er hat die Liebe nicht gefunden. Eine Anwältin sich dafür nimmt, die klein und unbedeutend ist und hier einen großen Fall wittert, und dann beginnt das natürlich zwischen beiden so ein bisschen, ja, war okay, war auch an mancher Stelle unterhaltsam, war jetzt aber auch nichts, was man gesehen haben muss. Im November habe ich dann Dash und Lily angeschaut auf Netflix. Das ist ja eine Buchverfilmung. Ich habe die wunderbare weihnachtliche Freundschaftsliebesgeschichte im letzten Jahr gelesen auf Empfehlung von zwei lieben Freundinnen und fand die Geschichte richtig, richtig schön, denn wir haben hier eben Jugendliche. Er hasst Weihnachten, sie liebt es. Gleichzeitig sprechen beide in einem Notizbuch miteinander, geben sich verschiedene Aufgaben mit Dingen, die sie nicht tun würden, ohne dass es ihnen der andere vorgeschlagen hätte. Und natürlich ist irgendwie klar, dass sich da was entwickelt, ohne dass sich die beiden eigentlich kennen. Und ja, es ist niedlich erzählt, es ist natürlich ein bisschen jugendlich, aber das fand ich überhaupt nicht schlimm. Es hat auch ein bisschen zur Weihnachtsstimmung tatsächlich beigetragen, hat mir gut gefallen. Es endet regulär auch wie das Buch. Es ist wohl eine Überlegung, eine zweite Staffel zu machen. Es gibt ja auch ein zweites Buch dazu, das ich aber nicht kenne. Wenn es aber die Serie geben sollte zum zweiten Buch, werde ich definitiv auch das Buch vorher lesen. Dann ganz überrascht hat mich die fünfte Staffel von Luther mit Idris Elba. Da war ich total verwundert, dass auf einmal eine fünfte Staffel mir angezeigt wurde. Ich dachte, hä? Allerdings hat die fünfte Staffel, glaube ich, auch nur 2 Folgen. Bin ich auch ein bisschen irritiert. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wann ich Luther gesuchtet habe, ob das 2018 war, vielleicht sogar 2017. Bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Hier haben wir ja auch einen Polizisten, der so eine besondere Begabung hat, Tatorte oder Fälle unter die Lupe zu nehmen, Gedanken dazu zu haben, wie die gelöst werden können. Und für mich hat sich das in der fünften Staffel so ein bisschen verloren. Ich fand halt auch 2 Folgen einfach ein bisschen wenig, weil wir haben im Grunde nur eine Geschichte, die in diesen, ich weiß gar nicht, 3 Stunden irgendwie erzählt werden. Ich fand es ganz okay. Ich mag halt den Charakter von Luther. Ich mag dieses düstere, brutale, dunkle ganz gerne. Ich habe aber die ersten 1, 2, 3 Staffeln definitiv in besserer Erinnerung. Dann sind wir auch schon im Dezember und hier habe ich Holiday angesehen auf Netflix. Ich muss sagen, so viel gelacht habe ich selten in Filmen. Hier treffen wir auf 2 Charaktere, die im Grunde Single sind, die bei jeder Familienfeier
an Feiertagen darauf hingewiesen werden, dass das ja total unpraktisch ist, dass sie alleine sind, dass die am Kindertisch irgendwie mitsitzen, dass die ständig gefragt werden, wen bringst du denn mit? Beziehungsweise ist er jemand, der eben auch einfach Dates an Feiertagen macht, was natürlich nie gut ausgehen kann. Und beide beschließen dann jetzt, okay, ihr Holiday zu werden. Das heißt, für Feiertage haben sie ein festes Date, also sich gegenseitig. Und wir begleiten die beiden eben eine gewisse Zeit. Es ist gar nicht so weihnachtlich. Es beginnt an Weihnachten und endet ein Jahr später sozusagen an Weihnachten. Dazwischen liegt ganz viel Nicht-Weihnachtliches. Ich fand es unglaublich lustig. Also ich habe viel wiedererkannt. Ich habe auch viele meiner Freunde darin wiedererkannt. Mich selbst natürlich auch, sowohl in der einen wie in der anderen Rolle. Ich fand das sehr unterhaltsam und dachte, ja, so schwer hat man es, wenn man Single ist, beziehungsweise auch, wenn man Single-Freunde hat und eben ja mit Paaren eine Feier gibt. Also es ist, ich kann beide Seiten sehr gut nachvollziehen und fand das tatsächlich sehr, sehr unterhaltsam, habe wirklich viel, viel gelacht. Dann kam die besagte Virgin River Staffel 2, die ich pausiert habe. Und dann habe ich angefangen, The Shadowhunters anzuschauen. Da bin ich auch aktuell in der letzten Staffel. Also es gibt ja irgendwie eigentlich 3, aber die dritte wurde irgendwie gesplittet in 3 und 3b oder 4. Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Da stecke ich jetzt in der letzten Staffel, habe jetzt glaube ich noch 4-5 Folgen vor mir. Habe jetzt aber schon gehört, dass die Staffel definitiv oder die Serie ganz anders endet als die Bücher. Bin jetzt natürlich mega gespannt, was da anders sein könnte. Ich habe große Lust bekommen, die Bücher nochmal zu lesen. Ich habe die bisher nur einmal gelesen, kurz bevor der 6. Band erschienen ist. Ich glaube, auf den habe ich irgendwie so ein halbes Jahr gewartet. Vorher habe ich die anderen 5 Bände gelesen und dann habe ich die nie wieder gelesen. Ich habe die als E-Book hier. Dementsprechend wird es da im neuen Jahr einen Reread geben. Ich freue mich jetzt aber sehr erst aufs Serienende. Und dann wird es definitiv mit der Reihe von Cassandra Clare weitergehen. Natürlich gab es jetzt im Dezember auch noch den ein oder anderen weihnachtlichen Film, sei es Jede Frau braucht einen Engel, Ist das Leben nicht schön, Liebe braucht keine Ferien, habe ich geschaut und noch irgendwas. Ja, sehr gespannt bin ich auf den neuen Film, der auf Netflix läuft mit George Clooney. Den habe ich aber bis jetzt Stand noch nicht gesehen. Der könnte jetzt aber durchaus im Dezember noch angeschaut werden. Aber ja, das sowohl so ein bisschen zu Filmen und Serien. Der Film im Autokino, das war Ende Juli, glaube ich. Also da hatte ich Urlaub, Juli, August. Der war Dirty Dancing. Auch schon gefühlt wahrscheinlich 10 Jahre nicht mehr gesehen. Aber als Kind, geboren in den 80ern, ist das natürlich der Tanzfilm, der einen geprägt hat, der Soundtrack, den man großartig fand und ach, wer wollte nicht Baby sein und einen Patrick Swayze als Johnny haben. Also ja, es ist auch ein Film, wo man sich denkt, puh, die Schauspieler sind ganz schön alt für ihre Rollen. Wie konnte man, also und auch, es gibt nicht viel echte Handlung in diesem Film, aber ja, er fängt halt irgendwie so diesen Zeitgeist an und bringt einen so zurück einfach in die Kindheit, Jugendheit, ne? Also, ja, aber an und für sich ist er nicht überragend, wenn man die Tanzszenen von Patrick Swayze aus Acht ist, weil der hat ja wirklich mal getanzt und dementsprechend sieht das natürlich wirklich mega aus und ich war ein großer Patrick Swayze-Fan. Es ist Dirty Dancing nicht sein Bester, das muss man ganz klar sagen, aber so fürs Feeling und im Autokino, finde ich, hat der wirklich sehr, sehr gut gepasst. Dann gibt es auch noch 2 Fernsehsendungen, die mich in diesem Jahr vor den Fernseher gebracht haben. Zum einen The Masked Singer, hat im Frühjahr schon gestartet mit der 2. Staffel und dann im Herbst-Winter gab es die 3. Staffel. Hier haben wir maskierte Prominente, mehr oder weniger prominent, eben in Maskierungen, die hochwertig sind und die dann eben singen. Fand ich wirklich grandios, hat mich total überrascht. Ich bin Musikmädchen, nach Büchern, Filmen kommt bei mir schon gefühlt wirklich die Musik. Ich finde, dass Musik ganz viel Emotionen in einem aufwühlen kann und übertragen kann und mir hat die hat schon die Staffel im Frühjahr gut gefallen und auch dann die Staffel im Herbst, Winter. Ich sitze dann wirklich gebannt da, ich lausche, für mich kommt es gar nicht darauf an, dass die Leute wirklich perfekt singen. Ich fand es tatsächlich wichtiger, dass sie unterhalten, dass sie in diese Rolle schlüpfen, dass sie andere Facetten von sich zeigen und dass sie einfach leidenschaftlich dabei sind. Und natürlich hat es großen Spaß gemacht, einfach mitzuraten, wer dahinter steckt, wer da drunter ist. Ich habe mir in der Staffel im Frühjahr ein bisschen schwerer getan, weil da doch viele Prominente dabei waren, die ich nicht so kannte, einfach weil ich ja kaum im Fernsehen unterwegs bin. Das fand ich im Herbst tatsächlich ein bisschen
einfacher, weil da tatsächlich auch Leute unter den Maskierungen waren, die ich irgendwie so ein bisschen kenne. Und zudem hat mir die Herbst-Winter-Staffel auch ein bisschen besser gefallen, weil ich die unter anderem ja auch mit der lieben Anka angeschaut habe. Und wir haben ja da auch einen Tag zusammen draus gemacht und haben uns da wirklich dienstagsabends immer wunderbar ausgetauscht und bis ins Finale mitgefiebert und rumgerätselt, wer dann da drunter steckt. Und es ist auch eine 4. Staffel für Frühjahr bestätigt. Und auf die freue ich mich auch sehr. Man kann auf YouTube sich auch mal die anderen Länder ansehen, was in den USA gerade so für Masken unterwegs sind oder auch in der Schweiz. Das macht definitiv auch großen Spaß. Da kann man so ein bisschen sehen, was ist tatsächlich mit Maske alles möglich. Und dann habe ich, ich weiß gar nicht mehr, wann es losging, April, Mai, Juni oder Mai, Juni, Juli, ich bin mir gerade unsicher, da lief das Tauschkonzert bei Vox. Da habe ich die Staffel 1 und 2 absolut damals geliebt und habe jetzt, glaube ich, auch einige Staffeln nicht mehr gesehen, die mich einfach nicht so angesprochen haben. Diesmal war aber Max Giesinger dabei und ich bin ein großer, großer Fan, seit Max Giesinger bei The Voice dabei war. Ich glaube, er hat nicht gewonnen. Ich glaube, er ist 3., 4. geworden. Aber seitdem verfolge ich ihn, habe ihn ja auch schon live gesehen und bin ein großer Fan von ihm. Und er ist für mich wirklich so der deutsche Sänger schlechthin und ja, vielleicht auch mein Guilty Pleasure, wobei ich glaube, dass man da durchaus dazu stehen kann, dass man den toll findet. Und auch Michael Patrick Kelly war dabei und nein, ich war tatsächlich nie ein großer Kelly-Fan, aber finde es mega, was er solo so macht. Mag auch seine Alben, habe ich alle gehört, finde ich großartig. Ich mag auch, was der stimmlich drauf hat, eben auch wenn er solo unterwegs ist. Und ich kannte auch den Sänger damals von... Jetzt ist der Name weg. Ach, ich habe es wieder verdrängt. Ich kann mir sowas einfach nicht merken. Aber gut, ja, es waren einige dabei, die ich dann doch kannte. Es war auch Überraschendes mit dabei und ich fand das diesmal, es waren so viele Gänsehaut- und tränenreiche Momente dabei, die ich wirklich Hammer finde. Lea war mit dabei, fand ich auch wirklich eine Überraschung für mich. Man kannte so ihre Lieder, aber sie als Person dahinter gar nicht. Und ich habe wieder mal verdrängt, wer sonst noch so dabei war. Aber definitiv... hat mir das wirklich unglaublich gut gefallen und hat mir super viel Spaß gemacht. Und ich habe auch die Playlist dazu. Also die lief bei mir auch hoch und runter. Und ja, also ich bin da absoluter Fan. Also mir hat das super viel Spaß gemacht. Ich glaube auch jeden Dienstag lief das. Und ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Und auch das hat eben so diese Leidenschaft Musik sehr für mich ja, wieder begeistert näher gebracht. Auch Lieder, die man lange, lange kennt, Texte, die man kennt, dann im anderen Gewand zu hören. Also was die sich da wirklich einfallen lassen, finde ich ganz, ganz toll. Bin sehr gespannt, ob es das im nächsten Jahr geben wird, in welcher Form, in welcher Art, wer mitmachen wird. Für mich war das bisher aber wirklich die Top-Staffel schlechthin und ist, glaube ich, auch einfach schwer zu toppen. Kommt für mich, also ist sogar eine Spur besser als damals Staffel 1 und die hat mich schon geflasht, weil ja auch Andreas Borani da zum Beispiel mit dabei war oder Sarah Connor dann auf einmal ja Deutsch gesungen hat. Also ja, das ist auch schon großartig. Also auch diese zwei Fernsehformate konnten mich sozusagen vor den Fernseher locken und mich unterhalten und haben mir definitiv auch viel, viel Spaß gemacht. Und ja, jetzt ist dieser Serien-Filme-Rückblick im Grunde auch schon vorbei. Wie gesagt, viele Filme, die ich an und für sich ein zweites, drittes, zehntes Mal anschaue, finden nicht immer Erwähnung, auch nicht in der Liste. Auch jetzt die Weihnachtsfilme schreibe ich nicht alle auf, weil das sind so die Klassiker, die ich jedes Jahr anschaue. Aber wenn, ja, wie jetzt Christopher Nolan für mich einfach in diesem Jahr ja, dabei war, ja, fand ich großartig. Mir fällt gerade ein Film fehlt definitiv. Wahrscheinlich war es März oder April. Und zwar war das dieser Virusfilm. irgendwas mit C, mit... Matt Damon, wieso fehlt der? Lawrence Fishburne hat mitgespielt, Jude Law hat mitgespielt, Kate Winslet hat mitgespielt, ich komme nicht mehr auf den Film. Und da geht es tatsächlich eigentlich um den Virus, wie wir ihn jetzt haben, der aus Hongkong kommt, Fledermaus an Schwein, das Schwein wird gegessen und dann verfolgt man mit der Frau von Matt Damon den Virus. Sie hat einen Zwischenstopp in Europa, dann in den USA, steigt in ein Taxi. Der Taxifahrer ist am nächsten Tag in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und im Grunde ist das der Virus, der uns dieses Jahr auch so verfolgt hat. Und alles natürlich viel schneller. Also es gibt viel schneller, viel mehr Tote. Es gibt viel mehr Chaos, viel, viel schneller. Das ist bei uns ja zum Glück alles relativ geregelt gelaufen. Oh Gott, wie hieß dieser Film? Ich blende euch das Plakat bestimmt ein. Das war ein Film... der mir empfohlen wurde von einem guten Freund und ich dem wirklich nachts, wie ich da fertig war, eine Audio geschickt habe, ob er eigentlich noch alle Tassen im Schrank hat.
mir sowas in dieser Situation zu schicken, weil das ja genau meine Horrorvorstellung war. Also als das so mit dem Virus im Dezember bekannt wurde, wo hier ja noch keiner darüber irgendwie gesprochen hat, und ich einfach dachte, oh, ich habe zu viele Science-Fiction-Filme gesehen, das kann nicht gut enden. Ja, also ich war da im März durch oder Februar, März nicht sehr optimistisch. Und dann habe ich diesen Film gesehen, das war, es müsste tatsächlich noch im ersten Lockdown gewesen sein. Und ich habe da echt nachts drauf gesprochen, ob er jetzt alle Tassen im Schrank hat, wie er mir sowas empfehlen kann und nicht sagen kann, ich soll den vielleicht bei Tag schauen. Also ich weiß, dass mich der die ganze Nacht beschäftigt hat, dass ich fix und fertig war, dass ich echt dachte, so wird es kommen. Und ja, jetzt kann man natürlich sagen, Steffi, jetzt reiß dich mal zusammen, du bist ja volljährig und erwachsen. Aber die Fantasie ist natürlich im Kopf nicht aufhaltbar und das ist auch gut so. Ich mag meine Fantasie, aber in Vorstellung von Horrorszenarien ist das nicht immer gut. Und man, ja, aber der fehlt tatsächlich auf der Liste. Da sieht man, dass ich wahrscheinlich im Frühjahr nicht ganz so aufgeschrieben habe. Aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, der Film war sehr einprägsam und war nah an der Realität. Zum Glück ist das extrem Negative, dieses Chaos, diese Panik, diese extreme Sterblichkeit ist ja zum Glück nicht so gekommen. Also das muss man definitiv so sehen und auch mit Glück benennen. Ich glaube, wir haben uns da alle ganz gut trotzdem zusammengerissen. Es hätte auch anders ausgehen können. Aber so dieser Werdegang, ja, es war für mich der persönliche Horrorfilm. Und dabei ist der schon, ich glaube, von 2010, 11 oder 12, also relativ lange her. Und ich fand den wirklich heftig. Also ja, auch wenn ich so drüber nachdenke. Ja, aber schließen wir mit den Gedanken an diesen Film jetzt nicht unbedingt diese Rückschau ab, sondern wirklich mit dem Kinofilm des Jahres, der ja nur einer war. Es ist echt, ja, es ist Tenet, definitiv ein Film, der eben mir natürlich in Erinnerung bleiben wird, dass es der einzige Film in 2020 war, den ich im Kino gesehen habe. Und ich das einfach tatsächlich traurig finde. Aber ich bin natürlich neugierig, was habt ihr ein bisschen geschaut? Gibt es Serien, die ihr absolut empfehlen könnt, die ihr dieses Jahr entdeckt habt? Kennt ihr Filme, Serien, die ich euch heute vorgestellt habe? Lasst uns gerne ein bisschen diskutieren unten in den Kommentaren, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Lasst uns da über Filme sprechen, auch wirklich über Filmtipps, die ihr habt oder was war auch ein Filmflop. Können wir gerne drüber reden, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ja, das war jetzt sozusagen der Rückblick 2020 Serien und Filme. Der Buchrückblick wird dann in der nächsten Woche folgen. Da möchte ich tatsächlich jetzt den 31. abwarten, um meine Statistik dann auch wirklich vollständig zu haben. Und ich hoffe, das Video, auch wenn es jetzt doch ein bisschen länger wurde, hat euch Spaß gemacht, hat euch gut unterhalten. Und ja, vielleicht habt ihr jetzt den einen oder anderen Film- und Serientipp auch mitgenommen. Und jetzt danke ich euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.